Weiter geht es mit der Schwarzen Flotte Trilogie, im Original Black Fleet Crisis, mit dem zweiten Roman der Reihe. Aufmarsch der Jevetaner, im Original Shield of Lies. Und auch dieser Roman erschien 1996. Die gesamte Trilogie kam in diesem Jahr raus. Und erneut geschrieben von Michael P. Cuby McDowell. Selbstverständlich. Ich bin schon ein bisschen darauf zu sprechen gekommen, am Ende meiner Review zum ersten Band, Vor dem Sturm. Dieser zweite Band ist definitiv der schwächste dieser Trilogie. Die Trilogie allgemein wird jetzt, sie ist nicht gerade beliebt. Sie wird nicht hoch geschätzt. Ich persönlich mag sie, aber dieser zweite Band ist schwach. Und das liegt vor allem an einer Sache. Und das ist die Storystruktur. Darauf komme ich immer wieder gern zu sprechen. Struktur in den Büchern, in den Trilogien, in den längeren Reihen. Erinnern wir uns mal kurz, wie der erste Band Vor dem Sturm aufgebaut war. Eigentlich ganz normal. Wir haben verschiedene Handlungsstränge. Einen mit Leia und den Jevetanern, einen mit Luke, der sich ein bisschen von den anderen absondern will, und dann mit dieser Frau, Akana, in so ein Abenteuer gerät. Wir haben die Storyline mit Lando. Und das wird alles im ersten Band aufgebaut. Und das passiert in denselben Kapiteln. Also wir haben Kapitel 1, dann bekommen wir 10 Seiten mit Leia, dann mal 5 Seiten mit Lando und dann mal 3 Seiten mit Luke oder wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Es wechselt sich in gesundem Tempo ab. Da verfolgt man alle drei Handlungsstränge zur selben Zeit quasi. Weil so sind für gewöhnlich Bücher aufgebaut, in denen man mehr Handlungsstränge hat. Aber in diesem zweiten Buch, Aufmarsch der Jevetaner, hat sich McDowell für eine andere Methode entschieden. Warum auch immer. Also zunächst, ich habe nichts dagegen, wenn ein Autor experimentiert mit dem Schreibstil, mit dem Storyaufbau und er versucht was Neues, ist ja okay. Aber beim zweiten Buch einer Trilogie so drastisch hier die Erzählstruktur zu wechseln, vor allem, weil der dritte wieder ganz normal erzählt ist, das ist seltsam. Und es zieht dieses Buch runter. Denn das Problem ist ja auch, diese Trilogie, als sie in Auftrag gegeben wurde, wurde McDowell gesagt, die Hand von Thrawn von Timothy Zahn kommt raus. Das wird das große, galaxisbewegende Ereignis. Du kannst in deinen Büchern nichts allzu Großes erzählen. Und deswegen haben wir hier natürlich auch viel Filler mit drin. Durchaus Interessantes, wie gesagt, das Interessanteste ist mal wieder der Leia-Plot. Mit der Politik und mit den Jevetanern, das ist ja, womit die Trilogie beworben wird. Dieser Konflikt mit den Jevetanern. Aber wir haben eben auch die zwei Handlungsstränge, einen mit Lando und einen mit Luke. Und dieses Buch ist quasi das 3L-Buch. Denn wir haben 3L-Handlungsstränge. Wir haben Teil 1, Lando. Teil 2, Luke. Und Teil 3, Leia. Und wir folgen jedem dieser drei Handlungsstränge separat nacheinander, anstatt zur selben Zeit. Das bedeutet, wir haben 100 Seiten Lando, dann 100 Seiten Luke, dann 100 Seiten Leia. Und nur der Teil mit Leia ist eben wirklich interessant und bringt die große Hauptstory vorwärts. Denn Luke und Landos Plot, die sind einfach nur Nebenhandlungen im Grunde. Der Lando-Plot ist vollkommener Filler. Der hat mit den anderen zwei Handlungssträngen sowieso nichts zu tun und der von Luke verbindet sich mit dem Leia-Plot sowieso erst im dritten Teil. Also wenn man das Buch hier so liest, dann denkt man sich nur, das ist, was, das ist so seltsam. Also das gleich vorweg, der Aufbau des Romans bereitet mir Kopfzerbrechen. Das hier ist einfach, es ist so ein seltsames Problem mit vielen der Trilogien nach der Thrawn-Trilogie, wo sich der zweite Teil einfach nach unnützem, langgezogenen Filler anfühlt und erst im dritten Teil kommt es zur Action. Was seltsam ist, denn ganz ehrlich, darum ist die dunkle Seite der Macht, Dark Force Rising, mein Lieblingsteil der Thrawn-Trilogie. Weil der die Handlung voranbringt, weil der einfach nicht schlecht ist. Und das ist überraschend, weil die meisten dieser Teil 2 in den Trilogien sind schlecht aus irgendeinem Grund. Vermutlich eben deshalb, weil die Autoren nur genug Ideen für einen einzelnen Roman haben, aber Bantam hat denen gesagt, nein, es muss eine Trilogie sein. Ist irgendwie schade. Okay, aber genug dazu, aber ich musste es gleich vorweg sagen, damit ihr versteht, das hier ist das Schlechteste am Buch. Das ist der Aufbau des Buches, das ist am schlimmsten. Kommen wir auf die einzelnen drei Storys an sich.
der erste Plot über Lando. Wir folgen weiterhin den Abenteuern von Lando, Lobot und den Droiden R2-D2 und C3PO, die im Telchkon-Vagabunden gefangen sind und sich durch dessen seltsames Innenleben durchschlagen müssen. Während das Schiff eben durch den Hyperraum springt und die Gruppen der Neuen Republik sind ihnen auf den Fersen, weil sie wollen ja den Vagabunden haben und Lando und Crew sind da jetzt an Bord gefangen, sie müssen sie auch rausholen. Aber dann springt der Vagabund auch in den Tiefkern der Galaxis und dort geraten sie in das Revier eines imperialen Kriegsherrn und sie werden entdeckt und der Vagabund wird verfolgt von den Imperialen jetzt auch noch. Also dieses Element kommt auch gleich hinzu. Und tatsächlich, so endet Landos Plot in diesem zweiten Buch. Er hat jetzt noch ein Schiff der Neuen Republik, das ihm helfen will, ist auf seiner Spur, aber eben auch die Imperialen. Und der Vagabund, immer noch keine Ahnung, wo er hin will oder was genau vor sich geht. Sie haben schon im ersten Band herausgefunden, es handelt sich um ein Schiff dieser ausgestorbenen Spezies, die sich Quella nennt. Aber sie haben weiterhin keine Ahnung, ist das Schiff lebendig? Kann es denken oder wird es von irgendjemandem gesteuert? Was ist überhaupt der Sinn? Warum tut es, was es tut? Ja, hier bekommt man darauf auch noch keine Antworten. Die kommen im dritten Teil. Aber ja, auch dieser Handlungsstrang hier im zweiten Buch, das hört dann einfach mittendrin auf. Es soll eben einen gespannt zurücklassen auf den dritten Teil. Aber wie gesagt, das sind die ersten 100 Seiten. Danach kommen noch 200 oder so mehr. Ja, und dann startet man den dritten und dann ist man plötzlich wieder mitten in der Handlung vom Lando-Plot. Und man denkt sich, oh mein Gott, da war so viel Zeug dazwischen, ich habe den Großteil schon vergessen. Aber das komme ich dann im dritten Teil dazu. Aber an sich, die Story hier drin ist eigentlich völlig in Ordnung. Wie gesagt, wir haben Lando, Lobot, die Droiden, das ist alles gut. Das ist auch interessant, in diesem Vagabunden, so ein schöner Alien-Mystery-Vibe. Aber ja, es endet offen, mitten im spannendsten Moment. Selbstverständlich, man soll weiterlesen. Aber damit kommen wir zum zweiten Plot. Rund um Luke. Und er reist mit Akana auf der Suche nach den Falnassi, Akanas Volk, von Machtnutzern. Und Luke wird allmählich misstrauisch, was es mit Akana auf sich hat. Und sie und Luke, die reisen dann zu, ich glaube, zwei verschiedenen Welten. Und auf dieser zweiten Welt, ich erinnere mich nicht an die Namen, da besucht Luke eine Bar, die aussieht wie Jabba's Palast. Also so Themenpark-mäßig. Und dort erfährt er dann von Leias Problemen, weil alle Galaxis redet darüber, was da gerade mit den Yvetanern abgeht. Hier verbindet sich der Luke-Plot also schon ganz langsam mit dem Leia-Plot, was gut ist. Und Akana besucht inzwischen, während Luke in der Bar hockt, ihren Vater, welcher sich jedoch durch Drogenmissbrauch die Erinnerungen ausgelöscht hat. Auf der Weiterreise in ihrem Schiff offenbart Akana Luke dann das alles. Und sie bricht da weinend zusammen, weil das ist tragisch für sie. Und Luke versucht sie zu trösten und er zieht sie zu sich ins Bett. Es ist hier aber noch nichts Sexuelles. Was mich überrascht hat, denn ich hab's so in Erinnerung. Aber anscheinend nicht. Er zieht sie einfach zu sich und versucht sie zu beruhigen und dann schläft sie ein. Und das ist es im Grunde. Das ist dann auch das Ende dieses Handlungsstrangs. Also das Einzige, was wir erreicht haben, wir wissen jetzt ein bisschen mehr über Akana und ihre Familiengeschichte. Und Luke weiß jetzt, dass mit den Yvetanern und Leia so ein Problem besteht. Und ansonsten die Suche nach den Falnassi. Nicht wirklich weitergekommen, also 100 Seiten sind hier auch einfach zu viel. Das ist von den drei Handlungssträngen hier definitiv der schwächste, meiner Meinung nach. Aber damit kommen wir zum dritten und natürlich besten, nämlich dem eigentlichen Haupthandlungsstrang. Rund um Leia und die Krise mit der Schwarzen Flotte. Was ja das ist, was der Titel der Trilogie einem verspricht. Also, wir beginnen den Leia-Handlungsstrang mit einem Urlaub. Denn Han und Leia sind mit ihren drei Kindern im Urlaub am Strand. Einfach um den Kopf frei zu kriegen von den ganzen politischen Problemen, denen sie auf Coruscant gerade haben. Aber sie kehren dann natürlich nach Coruscant zurück und Leia geht gegen ihre politischen Gegner vor. Sehr entschieden. Und sie entsendet General Abbott nach Kornacht. Und sie stellt den Yvetanern ein Ultimatum. Das gefällt mir tatsächlich sehr, dass Leia hier so entschlossen vorgeht, nachdem sie im ersten Band so leicht von Niels Bahr manipuliert wurde. Inzwischen haben wir einen Handlungsstrang mit Admiral Akbar. Gott sei Dank ist es nicht wieder so, dass er schon wieder des Verrats beschuldigt wird oder irgendwie seines Amtes enthoben.
was wir schon in der Thrawn-Trilogie und Jedi-Akademie hatten. Nein, in diesem Handlungsstrang freundet sich Ackbar mit dem einzigen Überlebenden des Massakers im Kornacht-Sternensystem daraus, und zwar Plett Mellar. Wie gesagt, er war der einzige Überlebende des Jeveta-Angriffs. Er hat die Neue Republik erreicht und warnen können, was da abgeht in Kornacht. Und er will Rache an den Jevetanen. Und dafür bringt ihm Ackbar jetzt das Fliegen bei. Das ist eine nette kleine Story. Und zum Schluss kommen wir natürlich zum Kampf zwischen der Flotte der Neuen Republik und den Jevetanern. Und die Jevetaner zeigen mal wieder, was für Bastarde sie sind. Denn sie nutzen ihre Geiseln als Verteidigung gegen die Flotte der Republik. Also in dem Sinne, wenn die Neue Republik das Feuer nicht einstellt, werden die Geiseln sterben. Sie befinden sich nämlich an Bord der Schiffe, auf die die Neue Republik feuert. Und wenn sie ihren Angriff weiter durchziehen, würden sie selbstverständlich auch diese Unschuldigen töten. Das endet natürlich in einer Katastrophe für die Neue Republik, weil sich viele der angreifenden Jäger weigern, auf diese Zivilisten zu schießen, ihr Leben zu riskieren. Selbstverständlich. Aber am Ende wird dann doch ein Großangriff auf Kornacht unterstützt. Und Han Solo wird persönlich dorthin geschickt. Er wird jedoch abgefangen und von Neel Spar gefangen genommen. Und schließlich vor den Vizekönig der Jevetaner gebracht. Und damit endet Aufmarsch der Jevetaner. Ui, also ich habe das meiste schon gesagt. Die Aufteilung in diese drei L-Plots, Lando, Luke und Leia, war wirklich missglückt. Es hat dem Buch nichts gebracht, es hat das Buch runtergezogen. Denn die Sache ist die, wäre das hier so geschrieben gewesen, wie der erste Band und der zweite Band, wäre das Buch automatisch besser. Die ganze Storyline mit Leia ist ja immer noch interessant und wie sie gegen die Jevetaner vorgeht und die politische Krise und all das Militärzeug. Das kann stellenweise ein bisschen zu viel sein für Leute, verständlich. Aber das ist interessant. Das mit Luke auf der Suche nach den Falanassi, das zieht sich hier einfach und bringt nicht allzu viel Neues. Und das mit Lando ist interessant, aber es hat keinerlei Zusammenhang zu den anderen zwei Handlungssträngen. Also insgesamt ist der Leia-Plot der mit Abstand beste. Und erneut muss ich mich fragen, ob ich dieses Buch empfehlen würde. Wenn ihr den ersten Band mochtet, dann lest auf jeden Fall auch hier den zweiten. Aber seid vorgewarnt, dass ihr vielleicht Probleme haben werdet, einfach weil die Story eben so aufgebaut ist. Und ihr müsst euch erst durch viel Filler, Nebenhandlungen kämpfen, bevor ihr zum Interessanten kommt. Aber das ist dann auch interessant und es endet wieder mit einem starken Cliffhanger, der direkt in den dritten Band reinführt, über den ich dann beim nächsten Mal reden werde und der ist wieder besser und ein durchaus guter Abschluss der Schwarzen Flotte Trilogie. Ja, also, Shield of Lies, Aufmarsch der Jevetaner, wie er im Deutschen heißt. Er ist der schwächste Band dieser Trilogie leider. Und nächstes Mal geht es dann weiter mit dem letzten Teil der Reihe. Entscheidung bei Kornacht.